Hallo, ich baue ein Haus. Für Nikolas und Lucky. Hilfst du uns? Blau! Gelb! Rot! Und Näscheln? Wir brauchen einen Hammer. Brauchen wir nicht. Ein Hammer! Wir bauen ein Dach. Zu kurz. Lang genug. Fertig. Klopf, klopf, klopf. Wer ist da? Ich bin's, Mascha. Hast du Milch? Ich leg den kleinen Lucky schlafen. Nikolas will wohl Mama und Kind spielen. Ich hole schnell Milch, aber ihr zwei bleibt schön hier. Aha, wir bleiben hier. Komm, schlaf, Kleiner. Ich will nicht mehr. Mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht. Halt! Mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht. Ich bin ein Polizist, ich hole dich ein. Nein! Hüpf, hüpf, sag niemandem, dass ich hier bin. Was für ein interessantes Café. Muffinlampen? Donutslampen? Wo ist hier Babymilch? Wow! Na, Glück gehabt. Ist bereits in der Flasche. Und wo ist das Haus? Und wo sind die Kinder? Lucky! Nikolas! Hm? Lucky und Nikolas haben sich irgendwo versteckt. Wir finden sie. Nikolas, du hast mich gefunden. Lauf nicht mehr von Mascha weg. Nee, nee, nee. Ist gut. Oh, ich verstecke mich besser. Ich werde dich finden. Nikolas, Lucky, danke schön. Wir wollen weiterspielen. Ja. Bitte nehmt uns mit, irgendwo, wo es spannend ist. Bitte, bitte. Wie toll. Hüpf, hüpf. Danke. Und wo wollen wir hin? Dorthin. Schon wieder weg. Wir kriegen euch. Wir kriegen euch. Wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Hey!
dorthin. Euch nicht mehr nachlaufen. Lasst uns doch besser Eis essen gehen. Ja. Erstmal Hände waschen. Was denn? Suppe? Als Vorspeise gibt's Gemüse. Gut gemacht, Lucky. Und ich? Ja, Nikolas, hast du gut gemacht. Alle, die gesundes Gemüse essen, sind brave Kinder. Ja, da ist eine Karotte. Lasst uns teilen. Eine Frikadelle in jeden Teller. Und ein halbes Ei. Iss, Nikolas. Kann ich jetzt ein Eis haben? Ja. Ein rosanes. Erdbeere. Und was haben wir? Vanille. Wer die Suppe gegessen hat, kriegt auch ein Eis. Ist das gut, dass die Kinder groß genug sind, um selber zu essen? Und ich gehe so lange ins Bällebad. Tschüss! Kapuki Kids! Und hopp! Hoppla, hoppla, wo sind die Tannenzapfen? Ich brauch sie. Lucky, was machst du? Du bist doch ein Stofftier, du kannst nass werden. Siehst du, da ist ein Tannenbaum. Ich suche nach Tannenzapfen. Hilfe, wir helfen, wir helfen! Ich sehe keine Tannenzapfen. Grab tiefer, mach ich. Oh nein, mein Tannenbaum wird an Weihnachten ohne Tannenzapfen bleiben. Mein Kleiner, du bist ja ganz kalt. Karl, bring ihn nach Hause. Ich mach ihm Tannenzapfen, also komm mit. Wir haben so viel Spaß beim Kochen. Heute sind wir zwei Köche. Wuff, wir werden alle unsere Freunde füttern. Wir müssen uns die Hände waschen. Oh, hallo Mascha. Hallo Schoki. Was kochst du denn da? Riecht nach Vanille. Wuff, das werden Kekse sein. Sandkekse. Können unsere Kekse wie Tannenzapfen aussehen? Wir würden sie an den Weihnachtsbaum hängen. Was? Natürlich. Warte. Wartet, wartet. Wuff, habt ihr die Schokolade noch nicht aufgegessen? Wir müssen den Teig braun färben. Wieso? Darum. Was? Die Tannenzapfen müssen braun sein und nicht weiß. Farbe aus Schokolade. Wuff. Schoki schmilzt die Schokolade in einem Wasserbad. Die geschmolzene Schokolade kippen wir zum Teig. Wuff.
Verlier keine Zeit, LKW. Ausladen. Und bring mir das Mehl. Und keine Zeit verlieren. Hier ist Schoki mit dem LKW. Was? Das ist die geschmolzene Schokolade. Umrühren. Der Teig wird braun wie echte Tannenzapfen. Wow! Wir brauchen Mehl. Und jetzt knete ich den Teig mit den Händen. Hilf mir! Ein Schokoball. Der Tannenbaum von Lucky wird nach Schokolade riechen. Das kommt in den Kühlschrank für 30 Minuten. So. Lucky, ist dir warm? Nein. Karl, mach ihm einen Tee mit Zitrone. Gib ihn schnell her. Oh, gut. Wollt ihr schauen, wie mein Tannenbaum ohne Zapfen scheint? Klar! Hopp, hopp! Hoppla! Wow! Nur fehlen die Tannenzapfen! Keine Sorge, wir machen gleich alles. Wird das Glück mit Tannenzapfen sein? Ja! Was? Jetzt ist es Zeit. Gleich haben wir Tannenzapfen. Hurra! Hilf uns! Jetzt schneiden wir vorsichtig hier ein. Wuff, und ich mache Löcher. Wah, für bunte Bänder. Ich stell sie in den Ofen. Der ist heiß. Lasst uns die Bänder schneiden. Natürlich, denn die Tannenzapfen müssen wir aufhängen. Ich hab die Kiste gebracht. Oh, die ist ja hübsch. Schaut, was für schöne Tannenzapfen. Und das sieht aus wie Schnee. Lucky wird das sicher mögen. Auf jeden Fall. Was? Und jetzt der Schnee. Was? Wow.
Zeit, unsere Süßigkeiten zu transportieren. Leo, Lea, könnt ihr das sicher schaffen? Ja, auf jeden Fall. Und ich helfe Schoki, hier alles aufzuräumen. Was? Und ich bringe die Tannenzapfen zu unserem Weihnachtsbaum. Schaut, wie cool! Lucky, hier sind deine Tannenzapfen. Oh, lass uns den Baum schmücken! Kleiner, willst du sie probieren? Ja, richtig lecker. Jetzt habe ich den leckersten Tannenbaum. Das sind die leckersten Tannenzapfen. Ihr könnt auch solche zubereiten. Und jetzt schmücken wir weiter den Weihnachtsbaum. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Kapuki Kids! Hallo! Wir gehen Karl ein Geschenk kaufen. Schau mal, wie viele wir sind. Wo wollen wir uns alle hinsetzen, Bianca? Im Kofferraum. Im Kofferraum! Bianca, mach den Kofferraum zu. Und Bianca fährt in ihrem... Sitz. Oh, in dem Sitz ist irgendeine Überraschung. Eine Überraschung. Ein Armband. Ein Armband. Das ist schön. Zieh es an. Baby, und du fährst in Biancas Armen. Ich fahre mit dem Baby. Ja, halte sie, okay? Baby, hab keine Angst. Schau ins Fenster. Fenster, Fenster. Das Baby spricht. Bring es bei, Mama zu sagen. Mama! Baby, sag Mama. Mama! Gut gemacht. Lob es. Sag gut gemacht, Baby. Gut gemacht, Baby. Wir müssten wohl Baby auch ein Geschenk kaufen. Babys schlafen in Autos oft ein. Ich glaube, Baby ist eingeschlafen. Und wir sind da. Baby, wach auf. Sie ist aufgewacht. Hurra! Jetzt fahre ich den Kinderwagen und ich trage Bianca. Du nimmst das Baby und die Mama trägt mich. Und jetzt haben wir getauscht. Wasser? Wasser? Bianca, gibst du dem Baby was zu trinken? Nein. Oh, wieso nicht? Man muss doch teilen. Gib ihm ein bisschen. Das Baby trinkt wie Erwachsene. Noch ein bisschen, Bianca. Danke. Danke. Baby, schau. Papageie. Ein Papagei. Und wie heißen diese Vögel? Na, Papageie.
die Papageie lachen. Da sind wir im Kindergeschäft. Bianca, komm, wir suchen ein Geschenk für Karl. Das ist ein Tannenbaum. Komm, Bianca. Das sind Autos. Wir können Karl ein Auto kaufen. Und das hier, schau, das ist ein Ofen und ein Topf. Ein Ofen und ein Topf. Und was ist das? Das ist eine Mikrowelle. Und was ist das? Oh, das dreht sich ja. Und das ist ein Hund. Nehmt mich mit, ich will mit Karl spielen. Oh, ein sprechender Elefant. Okay, wir nehmen dich mit. Bianca, nehmen wir diesen Elefanten mit? Schau, was er für Ohren hat. Nehmen wir. Jetzt müssen wir zur Kasse gehen, nicht wahr, Bianca? Wer ist das? Ein Flamingo. Für den müssen wir bezahlen? Oh, wir müssen für den Flamingo bezahlen. Der Flamingo wird mit Bianca wohnen. Der Flamingo hat ein Etikett, weil er neu ist. Das Etikett nehmen wir ab. Der Flamingo geht zu Bianca. Zeig ihm dem Baby. Wo ist sie? Baby, wo bist du? Oh, hallo, Baby. Das ist ein Flamingo. Du bist selber wie ein Flamingo, Bianca. Mama, nimm mir die Jacke ab. Mir ist heiß. Karls Geschenk. Wir legen es unter den Weihnachtsbaum. Was für ein schöner Weihnachtsbaum. Oh, Eule. Und noch eine. Eule. Mama Eule. Mama Eule und ihre Kinder. Piep, 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 piep. Oh, noch ein Geschenk. Wahrscheinlich für Karl. Oh, Karl. Er ist schon unterm Weihnachtsbaum. Wir zeigen ihm seine Geschenke. Schau, Karl, das ist eine Maus. Piep, 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 piep. Ich hab dich lieb. Und das hier? Ui, voll schwer. Ui. Helfen wir der Maus? Schau mal, Karl. Schweres Geschenk. Was könnte da drin sein? Lass es uns herausfinden. Karl, komm. Piep, 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 piep. Lass uns mit diesem Geschenk anfangen. Piep, piep, piep. Das ist ein Pyramidenhaus. Schön bunt und hoch. Schau, Karl. Pyramide? Oh, gut gemacht. Die können wir mehrmals zusammenbauen.
Ich spreche hier. Oh, wer bist du denn? Ein Elefant. Oh, hallo Elefant, wie geht es dir? Mir geht's gut, denn ich bin bei Karl zu Besuch. So kann ich mich vorstellen. Komm, ich hol dich raus. Ein Elefant mit großen Ohren. Pipi, pipi, fahr mich. Nimm mich mit. Ist gut. Nimm mich, Karl. Das ist mein Ohr. Elefant, bring mich zu den Kugeln. Gut. Karl hat das gut gemacht. Komm, wir legen den Ball in den Elefant. Ui, ist ja toll. Karl lernt mit Bällen zu spielen. Hurra! Bianca hat dir so ein tolles Geschenk ausgesucht. Für Karl. Magst du es, Geschenke zu machen? Überleg dir, was du deiner Mama, deinem Papa und deinen Freunden zum nächsten Fest schenken kannst. Bis dann, tschüss! Wir sehen uns im nächsten Video. Nicht wahr?